Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Starfield. So, dann wollen wir mal weitermachen, wo wir aufgehört hatten. Denn wir sind ja jetzt bei 55% der Tarnung. Ja, fehlt ja noch die Hälfte. Die Hälfte kriegen wir heute noch hin, bevor wir jetzt in irgendeine Mission gehen. Ich habe mir jetzt hier nochmal einen neuen Spot ausgesucht. Mal gucken, ob wir hier vielleicht nochmal ein paar Terramorphs oder so finden. Und da haben wir jetzt auch schon mal das Biom soweit abgeschlossen. Aha, gut. Warum ziehst du jetzt die Waffe nicht? Ah, jetzt. Wollte gerade sagen, hä? So. Holen wir dich schon mal runter. Und das heißt, wir haben jetzt die Flora schon mal soweit fertig. Ich würde aber noch mal gucken. Wir brauchen ja irgendwie noch mal die restlichen drei Tierchen hier. Ja, die einen sind halt im Schneebiom. Ah, die habe ich auch schon soweit fertig. Aber die sind perfekt, um meinen Nahkampf zu skillen. Okay, ist noch Vorsicht. Er hat mich vorher noch entdeckt, bevor ich zuschlagen konnte, richtig? Das ist halt immer so das Problem. So. Er hat gezählt. Mal 8 Schaden. Soweit sind die ja auch nicht aggressiv hier. Das heißt, bei denen ist er eigentlich ganz Knorke. Ja, jetzt bloß kein Licht anmachen. Und jetzt haben wir auch noch Nacht hier. Ja, natürlich coole Kombination. Ah, die letzten zwei haben mich mitgekriegt. So, er rennt da hinten weg. Ich lass dich nicht davon kommen, mein Freund. Aha. Haben die es jetzt wegen. Machen die jetzt wegen mir oder? Scheinbar. Okay. Ich hätte eher das Elitevieh killen sollen. Lass ich sie mal kurz ein bisschen laufen. Tarnung wird mir ja schon helfen, hoffe ich mal. Ja. Du spielst nicht in meiner Liga mit. Oh, da sind ja auch viele Vögelchen. Jetzt versaut mir das hier nicht. Okay. Der gibt wieder gleich Rückkopplung. Aber egal, den kann ich einmal kurz mit wegsemseln. Das heißt, das passt eigentlich. Wie viel hatte ich jetzt von dir? 88. Das heißt, du wirst das nächste Fertige dann hier. Pflanzen brauchen wir ja jetzt nicht mehr gucken. Ist ja jetzt eigentlich nur noch Tiere. Wie weit sind wir? 65%. Da flog ein Vogel runter. Können ja mal hier zu den Gebäuden. Vielleicht haben wir da ja irgendwie noch was. Oh. Stimmt, die Käfer, die habe ich ja vergessen. Die sehe ich ja nur auf den Scannern. Weil die sind so unscheinbar. Aber sie zählen auch. Ha! Wie weit sind wir mit denen? 75. Das wäre dann Nummer 2. Dann fehlt noch ein Tier. Wow. Das könnte klappen. Guck mal, gehen wir erstmal zu dem Gebäude da drüber. Okay, der hat mich mitgekriegt.
Hau ab. Will dich im Stealth. Okay. Das wohl gedacht, wa? Gut, mitgekriegt hat er mich noch, aber er rennt mir zu schnell weg. Und Schnitz. So, in welche Richtung war jetzt das Gebäude da? Man lässt sich immer so leicht ablenken hier. So, einmal durch den Urwald. Ah, ich habe doch noch einen gehört. Zack, wunderbar. Jetzt denke ich nur schade, dass es immer nur 9 EP gibt. Aber 71%, wir kriegen das fertig. Wir kriegen das fertig. Falls das Sternvolk sich damit mehr anlegen will, dann soll's kommen. Also Stealth-Aktionen werden jetzt immer leichter. Dass halt selbst ein Turtle das hinkriegt. Lauf ich noch in die richtige Richtung? Ja. Ich lauf noch in die richtige Richtung. Gegen Roboter werde ich, denke ich mal, immer noch keine Chance haben. Ich weiß auch nicht, wie es jetzt beim Sternvolk direkt aussieht. Aber gucken wir mal. Verlassene Mineralienwerk. Aha. Was ist das? Oh, da ist sogar jemand drin. Dann gucken wir mal. Ekliptik. Identifizieren. Gut, ich werde mal kurz Leben spüren wechseln. Suche weiter. Gut, habe ich mir gedacht, die sind nämlich nicht zu mir gekommen. Ich probiere es jetzt im Nahkampf gegen Menschen. Aber die hauen ab. Hier drüben. Das war natürlich nichts. Ich hoffe, ich verliere die, krieg die verloren hin. So. Die sind alle da drin. Komm schon, bevor er mich sieht. Brauche Augen auf dem Ziel. Das war Nummer 1. Bringt nichts. Wir müssen weiter. Oh. Angriff. Ah, der hat mich schon gesehen. Ziel erfasst. Jetzt hat er mich versucht, mich zu boxen. Ablenkungsmanöver, ja, komm. Das nächste haben wir auch gleich. Ja, das mit dem Leben aufspüren ist schon cool. Komm schon, schneller. Da haben sie mich schon gesehen. Es ist schwieriger. Also Menschen... Um den Verstand zu wickeln, ist halt schon schwerer. Jetzt. Kein Sichtkontakt mehr. Und die anderen sind irgendwo weiter oben. Aber es gibt gut Muni, der Nahkampf. Er steht da mit einem Schraubenschlüssel.
Geh nachsehen. Ja, los, geh nachsehen. Wie hat er sich denn da einmanövriert? Ja, er hat mich schon mitgekriegt. Er hat mich schon mitgekriegt, verdammt. Ja, so gut bin ich noch nicht im Schleichen. Jetzt mal eine neue Position. Das ist normalerweise jetzt einmal hier schön durch und dann schön erschießen. Wäre halt wirklich das Optimalste. Perimeter absuchen. Wir haben nur noch da drüben die 1, 2, 3, 4, 5 alles Gegner. Sicher. Okay, Tarnung. Was zum... Die ist nur Level 5, die hat mich trotz der Tarnung gesehen, ne? Also es ist schon ekelhaft. Lass dich abschnitzeln. Was auch immer ihr da jetzt geschossen habt. Mich hat's nicht getroffen. Ziel verloren. Sucht es. Geht zum Kampf über. Das war ja jetzt aber ein bisschen zu schnell. Na, sind nicht ganz so blind. Die Ekliptik-Söldner. Ey, wie gerne würde ich da jetzt einfach nur durchrennen und sie einfach alle massakrieren. Was wird mir nicht helfen? Kein Sichtkontakt mehr. Hatten wir hier nicht irgendwie... Ich kenne so eine Art Fabrik, da waren wir schon mal drin, aber... Problem ist, wenn wir jetzt da direkt durchgehen, werden wir sofort aufgespottet. Keine Spur von Feinden. Entwarnung. Meine Kraft hilft mir zwar gut, aber auch nicht so gut. Es sind halt einfach zu viele. Was zum... Feind wird angegriffen! Ja, ich komme an die nicht nah genug ran. Gut. Ach so, weil ihr mich hier unterseht. Okay, das habe ich jetzt noch nicht mal gecheckt hier. So, dann zeig mir mal an, wo sie sind. Macht sie alle! Ach so. Ich schieße die ganze Zeit auf die Wand. Ich sehe sie ja hinter der Wand. Haha. Da war ja was. Ist jetzt runtergesprungen hier. Bösen Ekliptik hier. You see Navy Entermesser. Du willst mir jetzt sagen, ich spiele noch mal ein bisschen mehr Nahkampf. Neutralisieren. Ich muss erst mal gucken, wo meine Feinde hier sind. Meine Feinde sind da unten. Sind gar nicht hier oben. Ach ja, stimmt, dafür bräuchten wir... Oh ja, stimmt, das war die... Das mit dem Computer, wo war denn der noch mal? Der war doch hier oben, glaube ich, irgendwo, ne? Der war gar nicht so weit weg vom Ganzen. Da drüben ist er. Türen öffnen. Türsteuerung erledigt. Wunderbar. So. Mama. Ihr seid alle da drüben.
Was haben wir hier? Modifiziert. Mhm. Erweitertes Magazin und korrosiv. Ist auch okay. Hier kommen wir aber nicht rein. Und hier nur wieder raus, ne? Energiezelle erforderlich, ja. Die war ja im Nebenraum, aber da kommen wir von hier aus ja gar nicht hin. Damit wir hier rauskommen. Und von hier aus kamen wir da ja gar nicht hin. Wäre hier den blöden Seitenweg reingegangen. Das ist zwar irgendwo von hier aus. Ja. Das war nicht der richtige Weg. Ach, die sind sogar draußen. Deswegen so weit auseinander. Oh, komm schon. Das hat doch gut gesessen. Hast du Sichtkontakt? Nee. Aufgeschreckte Hühner hier. Sind jetzt bei 75%, das heißt, wir haben wir ja 56. Fehlt noch ein bisschen. Weitersuchen. Na kommt. Alarmbereitschaft aufhören. Zeig dich. Nein. Feind ist weg. So. Das hat schon mal ganz gut geklappt. Er dreht sich mir ein bisschen zu sehr. Na? In meine Richtung. Ah, die Fähigkeiten sind schon gut. Wenn man ihn durch die Wand sehen kann. Bereich scannen. Nicht so schnell. Erwischt. Das ist nur noch einer. Läuft doch. Das sehe ich mir an. Dann seht ihr das an. Ich schau mal auch vorbei. Ich schau mal rein. Ich gehe ungesehen. Alles muss offenbart werden. Das hätte jetzt auch in die Hose gehen können. Geh nachsehen. Zack! Erwischt! Haha!
Auch wenn das jetzt nicht so Haha-Effekt war. Jetzt habe ich auf Slam gedrückt. Sehr gut, 80%. Wir haben es fast, wir haben es fast. Das sind auch 15 Schlitzis und dann passt das. Muss ja keine Schlitzi-Kills sein. Aber gegen Menschen ist schon ein anderes Kaliber. So, jetzt 20 EP gekriegt. Achso, weil ich den Bereich jetzt abgeschlossen habe hier, oder was? Also mein Problem ist, wir sind ja jetzt hier sowieso mit der Fauna noch nicht ganz durch. Bitte noch ein bisschen Tierzeug. Also fast beim Limit überladen. Ah, genau, der fehlt eigentlich noch. Aber dich will ich im Stealth haben. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Okay. Erwischt. Hat zwar arg wehgetan, aber erwischt ist erwischt. So, einmal ein Trauma-Pack. Ja, komm, ich nehme mal nochmal eins. Okay, er hat mir das nur nicht richtig angezeigt. Das war alles. Ich würde mir noch wünschen, dass es halt nochmal ein bisschen mehr Reichweite hat. Weil zum Beispiel den Vogel da sehe ich zum Beispiel noch nicht. Jetzt sehe ich ihn zwar, aber... Da hätte ich mir dann so für Stealth, also so für die meisten Sachen ist das eigentlich ganz cool. Aber für an und für sich so Reichweite für einen Planeten ist das jetzt nicht so geil. Wenn man jetzt, was weiß ich, irgendwo mal kurz hinten ran muss. Wie jetzt hier zum Beispiel bei diesem Vogel. Ist das eigentlich ganz okay? Um ihn mal einfach zu erdolchen. Und, ja. Oder halt auch um diese kleinen Viecher hier zu sehen. Ja, ist auch ganz cool. Aber sonst so... Ist ein bisschen zu geringe Reichweite für das, was ich jetzt mache. Und man kann es eigentlich auch cool immer schnell auswechseln. Man kann es ja sogar auf die Favoritenliste packen, zur Not. Da müsste man dann auch nochmal gucken. Na, hier ist auch wieder alle tot. Ich bräuchte nochmal einen von diesen Wölfchen. Gut, gucken wir mal, was hier ist. Nächste Gebäude. Schiffswrack Wohnmodul. Ich fotografiere keine Menschen. Sorry. Okay. Sie fotografiert keine Menschen. Na denn. Habt ihr euch ja aber süß hingerichtet. Mit dem kleinen bisschen Licht hier. So, aber Fauna sagt er mir jetzt auch, Biom ist abgeschlossen. Das heißt, es fehlt jetzt nur noch irgendwo was. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Jetzt will ich es fertig machen. Nahkampf. Das müsste dann in den Bergen zu finden sein. Gut, gehen wir nochmal in die Berge. Sommergrüner Wald sogar 92. Moment. Dann gehen wir in den sommergrünen Wald. Es muss ja noch irgendeine Kreatur sein. Das sind die Frösche. Das sind eindeutig, denke ich mal, die Frösche. Die hatten wir ja schon so teilweise fertig gemacht. Die fehlen jetzt noch. Aber dann hätten wir Atlantic City, den Heimatplaneten, komplett studiert, analysiert,
Fertig. Die auch erstmal finden, ne? Komm, wir gehen mal zu dem Lebenszeichen da hinten. Irgendwas flattert da rum. Ich hab's gerade flattern sehen. Ja gut, da sind gerade meine Frösche tot umgefallen, oder? Ne, jetzt sind nicht meine Frösche. Entdeckt. Vorsicht. Natürlich hast du mich jetzt instant gesehen, du Mistvieh. Komm her, ja. Schlitz dich auf und dann ist gut. Das liegt doch bestimmt an den Viechern. Zements geäst. Mit einer Stichattacke erlösen wir den ersten. Ja, hat er mich. Jetzt hat er mich gesehen. Jetzt komm her, ja. Jetzt kann ich auch ein Jetpack nutzen. Glaubst du wohl nicht, dass du der Einzige bist im Luftkampf hier? Ja, das ist tot, ist tot, ist tot. Und du sitzt mir da ein bisschen zu sehr nach oben. Komm ich da überhaupt dran? Ja, ran komme ich zwar, aber sobald ich Jetpack nutze, bin ich halt nicht mehr im Stealth. Vergiss es, du kommst mir doch jetzt nicht davon hier. So. Jetzt wollen wir den nächsten erstechen und erdolchen. Ach. Gut. Das ist noch so ein Vieh. Hat sich im rechten Moment noch umgedreht. Ich habe gerade geklickt. So, ach Mensch. Nicht immer M drücken, Herr Turtle. 91% haben wir jetzt. Ah, ich zähle schon, wenn wir endlich wieder Fernkampfwaffen benutzen können. Das Gute ist, der letzte Punkt ist ja sowieso einfach nur das Level erreichen und stopf rein und das ist gut. Die ersten drei sind eigentlich immer so das Kriterium. Aber irgendwo muss mir ja hier sowieso noch ein Fröschchen fehlen. Gönn mir mal Fröschchen. Komm, meine Fröschchen. Mit euch kann ich auch nochmal nehmen hier. Zack. Da haben wir auch noch mal einen. Ganz cool bleiben, ist nichts los. Mehr Nährstoff als alles andere. Nicht davon rennen, sonst komme ich doch nicht hinterher. So. Ach, es sind noch nicht mehr viele. Nicht mehr viele Hiebe. Gut. Dann mal weiter in die Richtung. Wir müssen noch 300 Meter laufen. Aber haben es ja bald durch. Ist ja nicht mehr viel.
Wie gesagt, Nahkampf kann ja schon Spaß machen, aber... Weiß nicht, Stealth-Nahkampf, dafür sind die Gegner alle zu schnell. Dafür bin ich noch zu langsam. Man müsste sich wohl wahrscheinlich dann eher eine Rüstung dafür anlegen und ähnliches, damit man da auch mal hinterhergehen kann. So, haben wir hier irgendwelche Kreaturen? Irgendwas liegt da? Okay, eine Ausrüstung. Geologen? Okay. Kamt ihr mit der Fauna hier nicht klar, oder was? Das ist alles weit, 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 weit weg. Da, gib mir den da hinten. Den will er mir nicht geben. Dann nehme ich den Kackhaufen. Der ist ja nicht abgeschlossen. Auf zum Lebenszeichen. Hoppala. Jetzt halte ich doch mal fest hier. Aber auch keine Frösche bis jetzt, ne? Das gibt's doch nicht. Ach, jetzt weiß ich hier, ich bin gerade überladen geworden, ne? Ja. Zu viele Nährstoffe mit. Landschaft ist ja hier schon ganz schön, aber... Wie viel bin ich denn drüber? 4. Ne, kann ich noch handeln. Wäre jetzt nicht das Problem. Aber ich hau jetzt einfach nochmal 4 mal Alien-Gen-Material rein und dann passt das. Aber die nächsten Ressourcen heißt halt Game Over, Traglast. Also jetzt 1000 Meter von meinem Schiff weg, 1100 sogar. Da würde ich doch dann eher gucken, dass wir nochmal zurück, nochmal irgendwie einen neuen Ort. Hier habe ich halt kein Glück. Ich kriege gerade die Frische nicht gefunden. Und müsste sowieso mal leer räumen. Ekliptik-Sachen habe ich ja noch alle in der Tasche. So. Dann gucken wir mal. Inventar. Boah, 11 Grendels. Ja. Ah, die kann weg. Hammerjäger, 30 Schaden gegen Aliens. Ja, gut, das bringt mir jetzt auch nichts mehr. Jetzt sind wir fast fertig. Ja, kann auch weg. Was haben wir hier sonst noch? Anzüge. Die sind eigentlich immer recht schwer. Rucksäcke. Farmer. So. Dann einmal das hier loswerden und den Prototyp loswerden. Gut, probieren wir vielleicht eine andere Stelle aus. Vielleicht einfach nur kein Lack beim Spawnen. Und es gibt eine andere Stelle, wo es besser ist. Sommergrüner Wald sind wir ja jetzt. Eisige Berge sind durch. Das ist jetzt nur noch der Wald, weil Berge 92%. Ich habe so das Gefühl, dass wir vielleicht in den Bergen ein bisschen mehr Glück haben. So einen Planeten manchmal fertig zu machen, ist ja mehr als alles andere schwierig. Gerade wenn es schön viele verschiedene Kreaturen gibt. Und du dann eine einzige seltene hast. Gut, dann probieren wir es hier nochmal auf den Bergen. Mhm. Hab euch natürlich gleich alle aufgescheucht. Was war das jetzt hier für ein Spielchen?
Da ist umgefallen. Und da sind wir fertig. Ich bin fertig. Das war die letzte. Jawohl. Okay, jetzt können wir den letzten auch machen. Ey, ich kann das Nahkampfwaffelchen erstmal wegpacken. Guck mal, wie einfach das so ist. Peaks. Man braucht sich keine Sorgen machen und so. Optimal. Optimal. Aber ich bräuchte jetzt noch... entweder ich suche jetzt noch die blöden Fröschchen zusammen. Diese Quarkies. Die uns jetzt noch fehlen. Au. Ja. Knochenbruch erhalten. Passiert, würde ich sagen. Wenn man irgendwo hoch runter springt. Ah, dann hätten wir hier wenigstens alles fertig. Suchet. Wer suchet, der findet, ne? Kann ja auch eine Leiche machen, aber das ist ja... Von euch habe ich alles. Gut, ich gehe jetzt noch bis zum Natürlichen da hinten durch. Gucken, ob wir es vielleicht finden. Aber bis jetzt hört sich nichts nach Frosch hier an. Na, entweder sommergrüner Wald oder Berge. Wo wir noch diese Froschviecher haben. Wir haben hier halt größtenteils nur... Genau die hier. Ich kann ja schon fast mit meinem Laser hier wegmachen. So. Genau die suche ich doch. 75%. Liegen hier einfach so eiskalt rum. Gut, jetzt bräuchte ich davon nochmal welche. Na gut. Vielleicht hilft das ja, wenn ich jetzt ein bisschen... Na, zeig deinen Körper. Bisschen Normalvieh eliminiere, damit ich die anderen besser sehe. Aber bis jetzt... Da haben wir noch einen Vogel. Gut. Was wird der Vogel da oben sein? Auch nicht das, was ich suche. Ach komm schon, wir wollen jetzt langsam mit der Quest hier beginnen. Sieh doch den Schatten, wo ist er denn? Ah, da läuft irgendwas weg. Wie, du weichst mir aus? Weißt du, wo ich bin oder was? Na aber, ich wollte gerade sagen. Großer Vogel, lass dich mal umbringen.
Aber ich suche die Frösche. Ich da vorn. Ach, das ist wieder so ein... Auerkopf? Nee, hatten wir ja schon. Also genug zum Umbringen gibt's ja hier. Das ist nicht das Problem. Aber ich suche die Frösche. Jetzt gönnt mir doch nochmal die Frösche hier. Die scheinen hier Schweine selten zu sein. Jetzt versuche ich sogar hier noch nebenbei zu leveln. Aber was will man erwarten? Das sind Level 1er. Das sind ja nur Level 1er. Die leben auch noch. Sind von da irgendwo geflohen, weil da schon wieder so ein Dornvieh ist. Für mich sieht das eher aus wie eine riesige Dorne. Ah, nochmal Nährstoff. Aber kein Frosch. Nirgendwo. Gut, wird das doch nicht an. Jetzt gibt mir meine letzten zwei Frösche, die ich brauche. Einmal 88% und einmal fertig. Dann bin ich glücklich, dann gehe ich hier weg. Dann komme ich auch nicht wieder. Nee, höchstens nach Atlantic City, ja, aber in der Fauna dann höchstens maximal für eine Quest. Weil ich nehme ja noch nicht mal die Viecher hier ernst. Und man sucht, und man sucht, und man sucht. Oh, schreibt mal rum. Ich bin auf der Suche. Nichts. Soll ich das jetzt auch nicht so krass in die Länge ziehen? Ich versuche ja schon mein schnellstmöglichstes, aber ich habe halt einfach echt kein Glück. Ich habe halt echt kein Glück. Zwei Stück hatten wir jetzt gefunden und das war's. Richtig gut fühlt sich das jetzt auch nicht an mit den zwei Stück. Schweine selten, der ganze Mist. Mining-Außenposten, ja gut, ihr würdet mir nur eine Quest geben. Ich will jetzt aber keine Quest, ich will jetzt endlich meine letzten Frösche. Das gibt's nicht. Ich will jetzt meinen blöden letzten Frosch haben. Okay, zwei Frosch. So, ziviler Außenposten wäre in eisigen Bergen. Gehen wir nochmal durch den sommergrünen Wald. Irgendwo werde ich doch mal meine letzten zwei kleinen Fröschchen kriegen. Den Nahkampf haben wir jetzt erstmal abgeschlossen. Fürs Erste. Aber ich glaube, sollte ich wirklich Nahkampf nochmal spielen, dann nicht im Stealth. Vielleicht den ersten Kill. Frosch?
Nein, kein Frosch. Eieieiei. Froschileinis. Ist schon mal eine Horde? Sind nur die Vögel. Vögel sind uninteressant. Ich will Froschis. Zu Höhlen sind wir eigentlich auch nie so wirklich gelaufen. Vielleicht in der Nähe einer Höhle. Eine bewohnte Höhle. Vielleicht nochmal was das helfen könnt. Nee. Ihr seid nicht. So, was haben wir denn hier bei der bewohnten Höhle? Bitte lasst es Frösche sein. Hier rennt schon einer weg. Mit bewohnte Höhle war aber nicht hier bewohnt gemeint, ne? Naja gut, denn halt nicht. Nicht das Richtige. Ich brauch doch nur zwei popelige Frösche. Sehe ich das richtig? Ist das nicht so ein... Das ist so ein... Da muss ich unbedingt hin. Lass sie noch nicht abschwören. Okay. Sternblut. Kommt man dann hier in das Schiff rein? Hier über den Flügel? Ich habe keine Ahnung. Aber interessant, wie das Ding hier landet. Die wollen, glaube ich, gerade alles wegrasieren. Okay, das Ding hat nicht so viel Reichweite. Hier die ganzen Vögel platt, warum auch immer. Ich stehe gerade auf ihren Raumschiff und versuche sie einzeln wegzusnipen. Ah, bis jetzt seht ihr mich aber noch nicht. Das trägt gut Früchte. Benutzt. Wie cool ist das denn? Ah, dass sie sich ab und zu unsichtbar machen können, ist ein bisschen schwierig zur Hand haben, aber es geht. Ich will das Schiff übernehmen. Durch die Gegend dashen. Ich will das auch können. Bezüglich, ich kann das ja schon, aber bei mir sieht das nicht so elegant aus.
Können auch was wegstecken. Muss ich doch noch ein bisschen mehr in die Waffentechnik gehen. Ich habe noch andere Mittel, so ist es nicht. Aber da müssten wir noch ein bisschen mehr leveln. Zumal die sind ja nur Level 30. Komisches Sternblut hier. Gut, da unten haben wir noch einen. Gut. Ich glaube, ich habe alle, aber wie komme ich hier in dieses Schiff rein? Das fliegt doch gleich los, oder? Ich will in dieses Schiff. Irgendwie hat das was. Ach komm, das dreht sich denn zur Seite, oder was? Aber dann müsste der Kreis sich dann ja auch wieder von hinten ansetzen. Aber wo ist denn hier die Einstiegsluke? Oder können die Scotty B mich abmachen? Ja, jetzt steht hier einfach so ein Schiffchen rum. Eigentlich wollte ich Kröten haben. Sieht aber schon ein bisschen älter aus, das Schiff. Hat auch schon ordentlich Dellen und so. Hallo? Lässt du mich rein? Nee, war. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier reinkomme. Falls es eine Möglichkeit gibt, ja, dann weiß ich sie nicht. Ich sehe hier nirgends so eine Luke. Aber dank den ganzen Kräften und ähnliches, ich gehe mal davon aus, sie werden sich rein teleportieren. Rein und raus teleportieren, weil die lösen sich ja quasi auch noch in Luft auf. Wenn man sie tötet. Man kann sie ja nicht looten. Ja, mal gucken. Wird noch interessant. So, aber jetzt brauche ich wirklich meine Kröte. Ich möchte doch noch meine Kröte haben. Eine Kröte in Ehren. Ich könnte aber noch mal kurz mich wieder vollpumpen. Und dann nehmen wir mal ein Heilmittel. So. Noch ein Bruch. Weg. Nirgendwo. Eine doofe, doofe kleine Kröte. Sind wir hier schon beim nächsten Gebäude? Was haben wir denn hier? Unfertiges Hangar. Oh, kann man das später mieten? Das wäre ja cool. Wobei, mein Schiff wird da gar nicht reinpassen. Bitte seien Sie vorsichtig. In diesem Gebiet sind schwere Geräte. Ja, ich werde vorsichtig sein. Hinten wird schon wieder gefightet. Aber die haben sich wieder nur so einen kleinen geholt, ne? Ja, den haben wir ja schon. Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht.
Ich finde keine blöden Kröten. Hinten liegt noch irgendwas. Nee, ist auch nicht. Hatten wir auch schon. Krötchen, wo bist du? Nirgendwo. Alles andere finde ich, aber die blöden Kröten nicht. Das gibt es doch nicht. Von den Herdenviechern sind so viele hier in der Nähe. Würden die ein bisschen mehr EP bringen, dann würde ich auch noch Money darauf verschießen. Aber so nun natürlich nicht. So. Jetzt haben wir hier wieder die Dornen. Auch nicht das, was ich suche. Wäre echt jetzt am Überlegen, die ganze Zeit jetzt hier alles über den Haufen zu schießen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. In der Hoffnung, irgendwie die blöden Kröten zu finden. Durch den Baum nicht durchschießen. Das hilft dir überhaupt nicht. Kollege Schnürschuh. Na, hier haben wir jetzt wieder einen, der beim Rumrennen ist hier. Einfach alle ermorden. Schon zu weit weg. Dafür wird mir jetzt langsam das Scharfschießen fehlen. Damit wir auch mal auf der Distanz ein bisschen was anrichten können. Ich glaube, wenn ich noch mehr mitnehme, dann bin ich gleich wieder überladen. So. Ich piekse dich so lange, bis du weg bist. Gut. Hat er wörtlich genommen. Hat er wörtlich genommen. Frosch. Und Frosch. Ich hab's fertig. Das hat jetzt für 300 EP so lang gedauert, ey. Alter. Alter. Oh. Wie weit sind wir jetzt von dem Ding noch weg? Ja, komm, da renne ich jetzt noch hin. Jetzt haben wir sowieso schon... Ah, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Der Planet ist fertig. Ganz ehrlich, bei den ganzen kleinen Planeten ist das dann halt immer so ein Ding, wo du dann halt nur so Level 1er hast. Problem ist, Level 1 sind sich genauso viel ab wie Level 20ern gefühlt. Das macht nicht wirklich Unterschied, nur dass die mehr Schaden machen. Das war's aber auch schon. Aber man kriegt halt viel weniger EP. Na gut, man müsste jetzt vielleicht mal gucken, dass man jetzt vielleicht nochmal die restlichen Skills so weiter ausarbeitet. Gerade Laserenergie habe ich ja noch einen Punkt zu verteilen. Aber dafür müsste ich leveln. Dafür müsste ich nochmal ordentlich leveln. Nein, da ist sogar ein Terramorph. Na gut, dann... Oh, Alpha-Terramorph. Hm. Du kommst jetzt recht früh. Jetzt bin ich mit Nahkampf schon durch, Kollege. So, guck dir das mal an hier. Zack, 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 zack. Und weg bist du, mein Freund. Ich hab deine Schwäche aufgelöst. Haben wir noch so einen? Nee. Nur so ein ganz kleines Mistvieh.
Gut, haben wir wenigstens nochmal ein Terrum aufgehabt. Hat sich das hierher kommen nochmal gelohnt. Das sind aber auch eklige Viecher, ne? Wenn sich die mal so anguckt. Naja, gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ist jetzt mein Schiff? Da hinten ist mein Schiff. Ah, mal wieder hin. Schade, dass ich das von den Sternenblut nicht so mitnehmen konnte. Das hätte ich gern geklaut. Da hätte ich auch gern die Gebühren für bezahlt. Zumal es ist ja auch riesengroß. Ich sehe es durch mein Fenster. Wie groß muss das denn sein? Das muss ja fast genauso groß sein wie mein jetziges. Und das ist ja schon eine Plattform. Das Plattformschiff. Naja, gut. Dann räume ich jetzt hier nochmal ein bisschen die Ressourcen und so weiter weg. Oh, war ja nicht mehr viel übrig. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle nochmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.